Was geht ab, mein Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, wir fahren heute nach Prag. Moin. Moin. Zum Octagon 34 Open Air MMA Event und drehen dort einen Vlog. Wir haben nur ein scheiß Problem. Es regnet. Es ist Open Air und es pisst hier gerade voll. Und für später ist auch erstmal Regen angesagt. Ja. Octagon 34, das Sommer-Highlight des Jahres. Ey, wir probieren es einfach ein paar Mal und ihr nehmt einfach das Beste. Das Open-Air-Sommer-Highlight des Jahres. Schaut euch den Kampf von Simeon kostenlos auf YouTube an und die Maincard dann auf Octagon TV. Wir holen uns jetzt mal ganz kurz was zum Essen, weil wir haben echt Hunger. Und danach fahren wir direkt in die Arena und schauen uns mal an, wie das ausschaut, solange das leer ist. Vareniki. Das sind so Teigtaschen mit Kartoffelpüree drin und Zwiebeln. Hallo! Wir sind hier im Stadion, die letzten Vorbereitungen zum Event laufen und wir haben heute wieder prominente Unterstützung von unserem Kollegen Ringlife. Erstmal herzlich willkommen in Prag. Erzähl, was ist dein erster Eindruck von hier? Sieht geil aus. Das erste Mal, dass ich auf einem Open-Air-Event bin, zumindest was MMA angeht. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, das Wetter hält gut, sonst werden wir ja gleich alle extrem nass. Wir sind jetzt hier in der Location. Kannst du mal ganz kurz zeigen, wie das ausschaut? Die bauen gerade das restliche Zeug auf jeden Fall noch auf und dann geht es eigentlich schon fast los. Aber Nase ist nicht gebrochen oder nee, so? Nee, oder? Nee, ist nur Schürfwunde. Ich wollte Arman beim Fahrradfahren freihändig die Berge runter aufnehmen, rückwärts und das bin einfach in den Graben reingefahren. Sehr gute Idee. Ja, natürlich, natürlich. Ganz offiziell, Christian Jungwirth und ich machen demnächst 5 Runden für Fragen. Wir beide entscheiden, wer die einzig wahre Glatze ist. Ihr habt jetzt das Vergnügen, hier mit mir nicht nur Christian Jungwirth an meiner Seite zu haben heute bei der Live-Reaction, sondern Stefan Pütz haben wir auch. Er ignoriert mich gerade ein bisschen. Hey, was geht ab, Mann? Was geht, Stefan? Sag mal ein paar Worte. Wie voll es hier ist heute. Ja, es ist eine mega geile Veranstaltung. Ich liebe Open-Air-Veranstaltungen. Es ist wie ein Festival quasi mit Kampfsport-Hintergrund. Oh! Okay, der Kampf könnte ganz schnell vorbeigehen. Junge, Junge. Christian, sag doch mal, was hier gerade passiert. Wenn es zu Action kommt, kann ich nicht viel sagen. Ich werde dann ruhig, ich will selber kämpfen. Du hast vorhin gesagt, du würdest am liebsten selber einspringen. Ja, hast natürlich. Du gehofft, dass jemand absagt? Ich habe meinen Mundschutz dabei gehabt, natürlich. Starker Typ. Oh. Schönes Knie. Oh. Ja, die 1-2 ist auch gut. Der Typ ist wild! Boah, und nochmal, was der Typ gerade auspackt. Yes. Ja, der ist durch nochmal. Vorbei! Jetzt fliegen die Ellbogen. Jetzt wird's blutig. Da kommt nicht mal mehr in die Ecke von alleine. Muss mal ein bisschen an Kondition arbeiten. Was nimmst du als Lieblingskonditionsübung? Airdyne-Bike und Laufband. Was hältst du von Seilspringen? Auch nicht schlecht. Ich blende euch mal ganz kurz einen Werbeclip ein. Die besten Kampfsportler der Welt nutzen das Seilspringen zum Verbessern ihrer Kondition und zum Fettverbrennen. Ich springe natürlich auch Seil und nehme dafür die Seile von Everjump und mit meinem Rabattcode RING15 spart ihr immer 15% auf euren Einkauf. Stefan, wie fühlt sich das an, wenn man in der zweiten Runde ist und schon todmüde? Es ist eine Katastrophe, weil es ist halt einfach ein mentaler Aspekt. Deine Reaktionen stimmen nicht mehr, du hast einen krassen Pump, schwere Atmung, aber wie gesagt, man muss sich da aufraffen und halt versuchen einfach, Pokerface, nicht müde aussehen und einfach sein Ding in den Rhythmus kommen, mit der Bewegung regenerieren und sein Game wieder aufbauen. Ich sag euch,
Sache, ganz ehrlich, ne, was Octagon hier abliefert, ist krank. Wirklich krank. Ihr denkt, ihr seid hier live bei der UFC, was hier für eine Atmosphäre ist. Die Produktion, die Qualität, der Aufbau, Feierabend. Absolut, absolut, absolut. Besser wie im Fußballstadion. Jetzt geht's ans Eingemachte, der Hauptkampf beginnt gleich, ja, Vemola gegen Ilic. Das Interessante daran ist halt, dass der Sieger von diesem Kampf demnächst höchstwahrscheinlich dann gegen Stefan Pütz kämpfen wird. Deswegen schauen wir uns diesen Kampf mal ganz, ganz genau an jetzt. Nichts sagen, ne? Hat direkt den Takedown gesucht, hat ihn einfach so niedergelaufen, dass Ilic, glaube ich, selbst zu Fall gekommen ist, hat dann die Position, die Takedown-Position gesichert sozusagen, sich langsam nach vorne gearbeitet, seine Füße genutzt und ihn am Ende in der ersten Runde zerbittet. Bist du hyped auf den Kampf gegen ihn? Ja, 100%. Wir gehen jetzt auf die Afterparty. Das Event ist jetzt erstmal vorbei, aber es gibt noch eine offizielle Aftershow-Party von Octagon. Da spazieren wir jetzt mal hin in irgendeiner Diskothek, Duplex heißt sie. Und mal sehen, was uns da erwartet. Kann man auf jeden Fall nur sagen, brutaler Club, dieses Duplex hier in Prag. Wir waren 8,5 Minuten drin, weil ich schwöre es euch, ich will einfach zur Bühne, Mann. Ich muss in 6 Stunden wieder aufstehen und zurückfahren, dann muss erstmal UFC Reaction aufgenommen werden, dann bin ich im Podcast bei Fighting und dann um 19 Uhr ist Livestream. Ich bin im Arsch, deswegen machen wir heute mal ein bisschen früher Sense. Wir sind wieder wach, wir hatten nicht viel Schlaf, aber muss jetzt reichen, ich muss nach Hause. Kurzes Fazit zum Event gestern, war unfassbar krass. Die Art und Weise, wie die das aufgezogen haben, was die für eine Show da gemacht haben, die Location, die Leute, die Atmosphäre, unglaublich. Also Octagon ist echt mit eins der krassesten Sachen, auf denen ich bis jetzt war. Wenn nicht sogar das krasseste bis jetzt. Ich bin im September bei UFC in Paris und im Oktober bin ich bei UFC in Abu Dhabi. Ne? Und ich bin echt gespannt, was die UFC abzieht und dann habe ich mal so einen Vergleichswert und kann euch mal davon berichten. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Checkt für das nächste Mal auf jeden Fall mal so Tickets für Octagon ab. Kauft euch das und erlebt es mal persönlich. Ihr werdet es nicht bereuen. So, das war's mit dem Video. Wir sehen uns. Ciao, ciao.